So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Motorrad-Vlog. Ja, wir sind heute ein bisschen mit dem Motorrad unterwegs, nichts Großartiges. Ich ziehe das Ganze ein bisschen vor. Ich wollte eigentlich am Samstag fahren, fällt aus wegen Bodennebel, weil es wieder regnet in Bayern. So, und heute haben wir ganz smarte 30 Grad. 30 Grad Sonnenschein. Und da dachte ich mir, dann mache ich das Video lieber heute. Ne? Und kann dann am Samstag, wenn es regnet, was anderes machen. So, wie ihr schon unschwer erkennen konntet wahrscheinlich, ich probiere gerade was auf aus der Fahrt. Ich habe eine neue Kamera, die mich filmt. Seid gegrüßt. Jo. Und das Ganze ist jetzt mal probeweise. Das ist eine GoPro Hero 5. Oder 5. Und grüß dich. Und jetzt wollt ihr mal sehen. Jetzt können wir auch langsam den Schock wieder runterschalten von der Harley. Dann wird das auch ein bisschen ruhiger alles. Genau. So, jetzt ist ruhiger. So, ich hoffe natürlich, dass das von der GoPro, von der Einstellung, vom Winkel passt. Das ja im letzten Video erzählt, dass das katastrophal ist. Ja, und ich hoffe, dass die Kamera vor mir mich auch gut einfangen kann. Das ist probeweise, wie gesagt. Ja. Schauen wir mal. Wir fahren jetzt mal eine kleine Gegend ab hier bei uns im Bayerischen Wald. Vielleicht gefällt es euch ja. Ja. Wie gesagt, das schweineheiß. Also 30 Grad finde ich schon echt heftig. Weil das auch so plötzlich kommt, tatsächlich nur noch ein T-Shirt drunter unter meiner Schutzbekleidung. Und ja, die Sonne prallt auf den Schädel. Ah, so viel zum mattschwarzen Helm, ne Leute? Soll man da sich vorher überlegen. Aber alles safe, alles gut, alles gut. So. Natürlich bescheiden. Ich fahre mit euch gerade im Feierabendsverkehr hier und dementsprechend kommen wir nur sehr schleppend voran. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, dem Motorrad unterwegs zu sein. Es ist alles eingetragen, Tank ist voll, alles ist schicki, wie man sich das vorstellt. Es gibt nichts Schöneres. Heute war ein etwas härterer Arbeitstag bei mir. Naja, härterer Arbeitstag. Er hat sich halt gezogen ohne Ende und es war ein bisschen wehleidig und ich musste echt ganz ehrlich gestehen, war ich am überlegen, fahre ich überhaupt noch oder fahre ich nicht. Ja, ich habe mich dann doch entschieden, doch die Runde zu fahren, weil ich mich sonst wahrscheinlich wieder ärgere, wenn ich es nicht mache, dass ich am Samstag nicht zum Fahren komme und tja, dann wieder kein Video aufnehmen kann. Das ist natürlich Bullshit dann. Und dachte ich mir, naja, komm ey, geilstes Wetter, Stündchen kannst du fahren, nehme ich euch mit. Probier die zweite Kamera aus und dann haben wir noch gemeinsam ein bisschen Feierabend Spaß hier. So. Es sind ein paar mehr Leute heute mit Moped unterwegs, wie ich gesehen habe. Du darfst da gar nicht abbiegen.
Wer hat's gesehen? Ich. Ja. So. Oh Leute, schaut euch das an. Der meiste Feierabendverkehr ist durch. Die Leute sind raus aus der Stadt. Wir haben viele Leute, die hier in der Stadt arbeiten. Da ist immer zu Stoßzeiten eine Menge los hier bei uns. Aber es sieht so aus, als wenn die schon alle raus wären. Besser für uns. Brauchen wir hier nicht so lange in der Stadt. Und schwitzen nicht wie die Idioten. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, vielleicht unterhalten wir uns einfach mal darüber, was wird in der Zukunft passieren, was läuft auf dem Kanal in dem Sinne, um euch vielleicht die Entscheidung abzunehmen oder dass ihr sie besser treffen könnt, ob ihr mir ein Abo da lasst oder nicht. Also, was wird passieren? Also, es sind momentan nur ein paar Videos auf dem Kanal, davon werden aber, ich glaube, 2 oder 3 definitiv wieder verschwinden. Das Verkaufsvideo der Honda wird verschwinden, so wie die Honda verkauft ist. Dann brauche ich das auch nicht mehr auf meinem Kanal rumschimmeln lassen. Und 1, 2 Videos, glaube ich, die mir von der Qualität nicht so gut gefallen, die werde ich auch noch runternehmen. Ja, klar, man könnte 10.000 Mal losfahren, immer wieder Kameraeinstellungen hier, Kameraeinstellungen da, und solange, bis man nicht das Richtige getroffen hat, braucht man nichts veröffentlichen. Gebe ich euch zum Teil recht. Ich wollte aber tatsächlich zeigen, auch unter anderem damit, was halt schlecht läuft und worauf man halt achten muss. Ich habe so das Gefühl, es kommen immer mehr YouTuber dazu, die sich beim Motorradfahren filmen und die auch nicht so die Ahnung haben, und da wollte ich das halt einfach, ja, anhand, ich will jetzt nicht so sagen, anhand Negativbeispiele, bla bla, nee, um Gottes Willen, aber so, ich muss ja auch meine Erfahrungen noch sammeln, wie zum Beispiel das eine Video, wo ich zum Anfang die ganze Zeit rummarschiere, hätte ich echt nicht gedacht, dass das, wenn man das guckt, dass einem das tierisch auf die Nüsse gehen kann, ne? Ja, wie gesagt, das passiert nicht mehr. So einen Scheiß mache ich einfach nicht mehr. Schaut mal da, der schöne bayerische Wald. Ist das nicht herrlich? Ja, oder wie das zum Beispiel abnerven kann, wenn die Kamera zu tief gestellt ist. Ich hoffe, ich habe die Kamera jetzt auf die richtige Höhe. Ich wollte immer, dass man so ein bisschen hier vorne sehen kann, vom Lenker her. Und dann wollte ich aber, dass ihr den Horizont halt auch sehen könnt. Und das Ganze soll ja sein, ihr sollt ja mir nicht die ganze Zeit auf den Tank rumstarren, sondern ich mache das ja, weil ich euch mitnehmen möchte, um meine Gegend zu zeigen, wo ich das Privileg habe. Ich nenne es wirklich ein Privileg. So viel Glück hat nicht jeder. Ich bin wegen meiner Arbeit hier runtergekommen. Jeder weiß oder hört es. Ich bin ja gar kein Bayer, sondern ich bin Berliner. Und ich bin wegen meiner Arbeit hier runtergekommen. Und es ist ein Privileg. Schaut es euch an. Klar, man kann Videos machen wie gewisse andere YouTuber, indem man die ganze Zeit durch die Stadt fährt. Aber selbst die haben schon in ihre Videos gesagt, ja, das ist auch, weil richtig Kurven fahren können sie nicht und und. Das kann ich alles nachvollziehen. Brandenburg ist jetzt auch nicht der schönste, das schönste Bundesland, um, stopp, bevor ihr mich anmeckert, um da großartig Motorrad zu fahren. Also das ist meine persönliche Meinung. Brandenburg ist schön, es gibt schöne Fleckchen, aber fürs Motorradfahren, oh nee, ist langweilig. Elendlange Landstraßen, ohne viel Kurve drinne. Oh, ja. Also da habe ich hier in Bayern definitiv mehr Glück. Viele Kurven, Berge, schönste Gegenden, geile Seen, und das soll es auch sein. Also im Endeffekt, ich möchte euch, dass ihr mich begleiten könnt. Ich werde
eine schöne Campingtour machen mit einem Kumpel zusammen. Da fahren wir schön an den Ammersee unten und dann werden wir da unser Camping aufschlagen am Ammersee auf dem Campingplatz. Und dann haben wir die Möglichkeit, am nächsten Tag schön durchs Berchtesgadener Land zu fahren, vielleicht rüber nach Salzburg, nach Österreich rein. Und da sind auch noch etliche schöne Seen dabei. Das möchte ich euch zeigen. Vielleicht gelingt es mir ja, euch ein bisschen Fernweh in den Kopf zu kriegen, was gemein ist, aber vielleicht sagt der ein oder andere Mensch, geil, meine Fresse, da könnten wir auch mal hinfahren. Und ihr könnt mich auf jeden Fall fragen von den Touren her, Mensch, Micha, wo bist denn da unterwegs gewesen? Das sieht mega geil aus. Ey, wenn ihr das macht und ihr schickt mir eine E-Mail-Adresse, ich setze mich hin für euch. Ich gehe auf Maps oder weiß ich nicht, konfiguriere diese Strecke, die ich gefahren bin, für euch nach. Und dann schicke ich euch da einen Screenshot oder irgendwie sowas. Das werde ich mir dann überlegen. Und dann habt ihr die Strecke da und dann könnt ihr die Strecke auch nachfahren. Und dann könnt ihr die ganzen Punkte, die ihr mit mir gesehen habt, könnt ihr dann auch nochmal live gucken. Also ich denke, das ist eine sehr gute Idee und das mache ich für euch. Und da habt ihr dann auch was davon. Ja, was haben wir noch? Also es wird auf jeden Fall noch, Umbauvideo wird eins kommen. Also es ist nicht mehr viel. Also die Klappenanlage ist halt die, die noch fehlt. Die ist bestellt. Genau. Und dann werde ich mir definitiv, denke ich, noch eine Schwingentasche holen. Da habe ich auch schon beim anderen YouTuber eine Schwingentasche gesehen. Die würde mich, glaube ich, interessieren. Er hat dafür ein bisschen Werbung gemacht, so mit der Halterung für die Schwinge und so. Mega geil. Ich denke, in die Richtung wird so gehen. Ohne viel Schnickschnack. Ich brauche da keine Totenköpfe drauf oder keine Ahnung, was für ein Witz. Eine Sissi-Bar-Tasche werde ich mir holen. Eine ganz geile, da gibt es eine ganz geile, die will ich euch dann mal vorstellen. Der ein oder andere hat sie vielleicht auch schon gesehen und überlegt. Sie kostet ein paar Mark, aber sie kommt halt auch aus den Vereinigten Staaten, glaube ich. Und da kann ich euch dann sagen, wie die Qualität ist und euch sagen, ist eine gute Idee zu kaufen oder ist keine gute Idee zu kaufen. Das werden wir dann sehen. Ja, und dann ganz großes Kino für mich. Wir sind dieses Jahr, Zimmer sind bestellt. Ich habe doch tatsächlich noch ein Zimmer gekriegt. Leider nicht am Spot, sondern ein bisschen weiter entfernt. Aber tatsächlich, ich habe ein Zimmer gekriegt und wir werden zum Farker See fahren. Harley-Treffen, European Bike Week, da werde ich hinballern. Da versuche ich das so zu machen, dass ich die Videos, also das wird eine ganze Videoreihe sein. Und die werde ich aber nicht über die Woche immer nur ein Video veröffentlichen, sondern ich denke, ich werde die jeden Tag eine Folge veröffentlichen, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wieder zu Hause bin und die Sachen schneiden konnte. Und ja, und dann muss ich mal gucken. Es gibt hin und wieder noch ein paar Ausfahrten, die wir machen werden. Ich werde mit euch noch eine sehr geile Tour machen. Das wird dann auch ein Video werden. Da sprechen wir von keine 10 Minuten oder sowas. Also dir sollte bewusst sein, wenn du mich abonnierst, du kriegst von mir einmal die Woche Content und es werden Videos dabei sein, die sind halt mit 10 Minuten nicht abgefrühstückt. Ist einfach so, weil wenn ich mit euch eine Tour mache, ich setze mich morgens um 8 Uhr aufs Bike, fahre los, dann nehme ich die GoPro mit, eine Menge Akkus mit und dann wird den ganzen Tag durchgefahren. Und am Abend wird dann was draus geschnitten, was geil ist. Und dann wird das auf YouTube veröffentlicht. Ich denke, das sind Videos, die werden locker, also Minimum 30 Minuten gehen. Wenn nicht sogar, also ich denke mal so das Längste, ich denke mal länger sollte ich es nicht machen, aber maximal vielleicht eine Stunde oder sowas. Das ist auf jeden Fall dabei. Ja, und Thema den Eintragungen und alles. Ach so, nee, halt, stopp. Stimmt ja. Ich habe ja meine Eintragung gemacht und ich bin ja leider, ich habe ja eine Sache nicht eintragen können. Und das waren meine Fußrasten. Und da sage ich euch, werden wir das so machen, wenn die neue Fußrastenanlage da ist. Dann werde ich darüber ein Video machen, wie die Qualität ist und wie ich sie anbaue. Und dann haben wir noch die Auspuffanlage. Also wir haben noch zwei Umbau-Tutorials. Mal gucken. Ja, und dann halt viel Fahrten.
Ausflüge, Hotspots, wo ich euch empfehlen kann hinzufahren, meine Hausstrecke. Also mir wird da einiges einfallen und ja, es wäre sehr cool, wenn ihr mich da diesbezüglich begleiten tut. Ich denke, ich habe jetzt die Kopfschmerzerei von den ganzen Einstellungen der GoPro, Ton und den ganzen Mist habe ich jetzt, glaube ich, hinter mir. Und ich hoffe jetzt, also ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, guten Content zu bringen und vor allen Dingen auch vom Schnitt her vielleicht mal ein bisschen gründlicher zu sein, weil der Schnitt, ja, also das war jetzt nicht die Bestleistung, die letzten Videos, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich muss auch dazu sagen, ich mache das komplett neu, ne? Also komplett neu. Ich habe da gar keine Ahnung von. Und ich muss mich da echt übelst reinfuchsen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich verspreche es euch, ich gebe mein Bestes. Und dann schauen wir mal, wo wir das Kind hinschaukeln können. Und vielleicht hast du ja Glück. Ey, Alter, stand da echt ein Blitzer gerade, ja? Boah, ja. Aber er hat mich nicht geblitzt. Ehrlich gesagt hätte er mich blitzen müssen. Hat er aber nicht. Ja, egal. Ja, und dann werden wir sehen, wo wir das ganze Projekt, MPEG, YouTube-Kanal, wo wir das so hinbringen. Also ich bin auch auf Insta vertreten. Allerdings heiße ich da MPEG on Tour. Da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, liken und abonnieren das Ganze. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich denke, auf Insta wird nicht so viel passieren wie bei YouTube. Dafür habe ich gar nicht die Zeit. Ich bin beruflich sehr ausgelastet. Das funktioniert bei mir nicht. Ja. Aber ihr könnt trotzdem reingehen. Ich denke, wenn ein neues Video rauskommt oder so, auch ein Video, was vielleicht außerplanmäßig kommt, dann werde ich das definitiv in Insta veröffentlichen. Achtung, mein neues Video ist raus. Genau. Also ich denke, jetzt habe ich genügend gelappt und euch ein bisschen was erzählt, wo es hingehen soll. So, und jetzt genießen wir einfach mal ein paar Minuten die Fahrt und lehnt euch zurück. Die Donau. Schickidansk. Jetzt stehe ich hier und singe. Kommen Sie von nah und fern. Sie wollen noch mehr Ötjes. Sie haben halt Knabbern gern. Also was ich lernen musste auf jeden Fall. Ey, die Ampelschaltung in Bayern. Ey, das ist so abtören. Die Zeit vergeht schon wieder. Sind wir schon wieder hier? Dabei haben wir noch eine etwas größere Runde gemacht. Ich will noch nicht nach Hause. Mama hat mir erlaubt, länger wegzubleiben. Ich will noch nicht nach Hause. Kennt ihr das von früher noch? Verdammte Axt. Ich glaube, wir machen jetzt gleich noch mal einen extra Schlenker, glaube ich. Weil so langsam kühlt es auch ab. Kühlt, naja. Es wird ein wenig, man kann ja nicht mal frischer sagen, das wäre ja auch schon übertrieben. Aber man schwitzt nicht mehr. Ja,
Also jetzt die beste Zeit eigentlich, ne? Schaut euch die Spritpreise an. 1,96 der Diesel und 2,01 das Benzin. Es gab eine Zeit, da war es andersrum. Katastrophe, ey. Bin mal gespannt, die haben mir ein neues Auto gekauft Anfang des Jahres. Ob ich das überhaupt bekomme dieses Jahr. Ich glaube, das steht sowas von in den Sternen. Aber sowas von in den Sternen. Ja. Also ich würde sagen, wir sind weit genug gefahren. Oh. Wir sind weit genug gefahren und ich denke, das Video kann jetzt hier enden. Würde ich mal vorschlagen. Ich schaue mal, was ich jetzt draus machen kann aus dem ganzen Material. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute und einen guten Start in der Saison. Bleibt dran. Ich würde mich über ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr die Glocke aktivieren würdet. Und ja, bis dahin, bis zum nächsten Video. Bleibt alle gesund, Kopf hoch, reingehauen. Und tschüss gesagt.